So. Oh nee, Thorsten, nicht so schnell hier. Ich sitze jetzt erstmal auf der Duke und ich muss erstmal gucken, wo ich hier. Ich muss erstmal den Ständer hochkriegen. Um Gottes Willen. Oh. So, warte mal, erster Gang. Oh Gottes Willen, ich habe wirklich Angst. Ja, kommt auf YouTube, kannst du mich angucken. Ja, aber irgendwie. Um Gottes Willen. Es geht sicherlich nach rechts, oder? Ja. Okay, ich kann Kupplung loslassen, ne? Ja, N leuchtet. Ach so, aber ich muss ja die Bremse weiterhalten. Ach so, Entschuldige. Oh Gott, ist die schwer. Oh, ich gebe Gas. Ich möchte kein Gas geben. Kann ich sie hier wieder auf den Standstreifen schieben? Oh Gott. Soll ich den Blinker wieder ausmachen? Ach so, der ist gar nicht an. Ja. Oh, Thorsten. Ja. 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 Ja, da kommt was. Oh wei, oh wei. Hab ich? Ach so, ich hab den ersten Gang schon drin. Ja. Ja. Genau, der Caddy jetzt und jetzt noch der. Okay. Ja, ich weiß. Ja, das ist. Ich weiß aber nicht, wo das. So, bin ich? Okay. Okay. Ja. So? So, okay. Oh wei, oh wei. Muss ich wieder über die Wiese schieben? Okay. Ja, jetzt sehe ich dich. Huch. Aber die Ampel ist rot. Doch, jetzt. Ja. Hoch. Ja, ich weiß, Thorsten. Ja, ich höre dich. Ach so.
Wo müssen wir an der Ampel lang? Nach rechts, okay. Ja. 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 Rechts fahren. Ja. Ja. Einlenken. Linke Linie. Muss ich nicht mal schalten? Und oh, die ist auf jeden Fall ruckliger, finde ich. Also irgendwie, also man merkt, als ich mit der 125er gefahren bin, da war das Schalten irgendwie sanfter, finde ich. Ja. 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 Na, das ist halt irgendwie für mich noch total, also nicht schwer, aber irgendwie dieses, für mich im Kopf ist das noch dieses, ich kuppel erst, lasse dann die Kupplung los und gebe dann Gas. Und mein Kopf versteht noch nicht so wirklich, dass ich beides gleichzeitig machen kann. Also. Ja. Ja. So. Oh, diese Straße. Ich gebe mein Bestes, nicht in dich reinzufahren. Aber ich folge jetzt einfach deiner Linie. Oh, mir juckt es gerade im Ohr. Das ist sehr unangenehm. Wie viel fährst du gerade? Ich fahre 43, aber gut, ich habe auch einen größeren Abstand. Ja, ach so. Aber ich finde so ein digitales, das hat was. Also, ich kenne das ja von Niklas, weil ich öfter mal bei ihm auch mitgucke. Ja. Ich bin noch im dritten, ne? Das ist dir bewusst, ja. War das gut? Auf jeden Fall geile Panade. Okay, kann ich? Nee, einen dritten brauche ich nicht, oder? Ja. Soll ich einen zweiten schalten? Ja. Kann ich einen neutralen reinmachen? Ja, ne? Oh ne, jetzt bin ich im ersten. Okay, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Oder? Ja. Doch. Ich hab ihn ja immer drin. Jetzt ist er drin. Drinne hab. Los geht's, schön ab und Gas. Stapel dazu. Guck dein Bruder hinfern. Jawohl. Sehr schön. Oh. Und Gas. Und Gas. Huch. Achso. Kupplung los. Und Gas. Ja. Irgendwie fällt es mir beim Motorrad einfacher zu schalten. Ich weiß nicht warum, aber hier. Hast du Lars jetzt angehupt? Oh, der Arme. Ja, lieber Arm dran als Bein ab, da hast du recht.
das klappt. Also ich dachte echt, als ich mich vorhin das erste Mal draufgesetzt habe, dass es schlimmer ist. Also dass ich nicht so ganz runterkomme. Nee. Und das Lustige ist tatsächlich, dass ich Freunde gefragt habe, die halt auch immer mit Niklas und mir so unterwegs sind, und habe mich so auf verschiedene Mopeds draufgesetzt, und da sitze ich überall so. Und ich habe einen Bekannten, der ist auch relativ klein und fährt eine CBR 650, und der ist wirklich noch, ich würde sagen, 2-3 Zentimeter kleiner als ich, und sogar der kommt dort runter, und der meinte, das ist normal, dass man so steht. Und dann dachte ich mir vorhin so, ah, da weiß ich ja nicht, aber ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher.